Alter. Tech-Sattel von T-Rex. Aber stand jetzt ja eine Patch, was das Geld da vorhin gepostet hat beim Lernen. Ja. das Tech-Turbits und so, was ich fast wie ein bisschen gruselig finde, aber da kommen noch irgendwie einiges an Zeug. Tech-Granaten zum Beispiel. Können auch bloß Technosa-Sattel. Was war das? Megalodon-Sattel. Ja, für ein Heiko mit Sattel. Oh, wie geil das gerade aussieht hier mit diesen ganzen Dingern, die da rumfliegen, diese Funken und Max, bevor du deinen Haien Tech-Sattel gibst, solltest du den erstmal irgendein Tech-Seil oder so, wo die feststimmt. Kannst. Alter, wie cool das aussieht, ey, Hammer. Hat mega gut aus hier. Ja, ich meine, irgendwo ist es ganz cool, ne, aber also, ich finde das alte Ark immer noch besser. Das war irgendwie total atmosphärisch. Da kann ich endlich mal ein bisschen Drohnenmucke drunter legen, die ich extra für das Let's Play vorbereitet hatte. Deswegen konnte ich erst ein Lied benutzen, wo ich den Replikator angeschlossen hatte. Ja, wir werden ja ein bisschen was ändern für die nächste Staffel, ne. Das war jetzt erstmal so ein Test, um zu gucken, wie das Ganze läuft. Aber sieht witzigerweise genauso von dem, was man gesehen hat, so ungefähr, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ne? So, dass man hier Lichtessen, schon was hier sieht, aber nicht alle auf einmal. Also ich finde, das ist alles in allem ein richtig gelungenes Projekt gewesen. Ja. Was ja, mich ein klein bisschen gestört hat, war, dass so der ein oder andere zu früh aufgegeben hat. Da hätte am Ende noch ein bisschen mehr kommen können hier, aber selbst mit den Manneken, die jetzt noch hier gewesen sind, war es immer noch super cool. Ja. Sag mal, so Ritter Darodim und so, wenn die das dann sehen, die sind ja auch noch so drei Sessions dazwischen gewesen jetzt. Die werden schlumpig auch ein bisschen ärgern. Das Ding ist aber, dass keiner geahnt hat, außer Castle Engineers und du, dass die das bald triggern werden. Also die haben sich ja halt die ganze Zeit bedeckt gehalten damit. Oh nein, 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 nein! Die haben bestimmt noch gut gefarmt, ne? Oh, und das war jetzt aber knapp, knapp. Das waren einer der wenigen, die es gepeilt haben, worum es geht hier. Mist, selbst erwischt. Und die haben das eiskalt durchgezogen. Ja. Da haben da dementsprechend mal Respekt verdient. So. Ja. War noch besser vorbereitet als wir, ne? Bei uns war ja vor allem. Mir geht's gut. Ich glaube, das. Sonst hätten wir da bestimmt auch vielleicht das Finale triggern können. Hätten wir da, das hatte ich ja bewusst gesagt, will ich gar nicht, dass wir das so sehr machen. Hätten wir uns da mehr auf die Bosse irgendwie eingestellt davor. Zum Beispiel mit, guck mal, wie viel Verluste wir gemacht haben, weil wir uns nicht informiert haben mit den Leben oder nicht genau wussten, wie viele Leben die haben. Deswegen sind wir das erste Mal gerippt auf Easy bei der Spinne, dann auch jetzt nochmal auf Schwer. Ja, und das nächste Mal bei Torpo. Dann machen wir halt auch Schafs-Lanzen-Duelle und so ein Gedöns. Rettet also, mich. Ne, das, wenn du da mit mehr Fokus und so rangehst, aber das will ich halt auch gar nicht. Das okay, hat Spaß vermiesen. Ich meine, wir hätten halt auch vorher Bescheid wissen müssen wegen, oder hätten uns einfach den Sattel holen müssen für den T-Rex und das wäre dann viel geiler geworden. Könnt ihr Granaten vielleicht woanders hinwerfen, nicht zu mir? Ja, wir hätten einfach, also nächstes Mal wissen wir halt Bescheid, dann gehen wir erst einmal zu dem. Was? Jetzt bin ich unconscious. Hier, Greta, halt mal. Ist zu 99% fertig. Kann grad nichts halten. Schiss doch wieder auf, keine Angst. Die sollen aufhören. Ansonsten sind Center wahrscheinlich. Man könnte eigentlich auch nochmal Island spielen, dann müssten wir aber die Einstellung wirklich komplett ummodeln. Ich find's auch cool wieder in einem anderen Spot. Center wäre halt geiler. Au. Weil du hast da mehr Wasser. Hey. Also du kannst über Wasser einfach mehr machen. Funktionieren die Bosse auf der Shigo Island Karte nicht, oder? Nee, das müssen wir ausprobieren. Aber das können wir machen. Aber ich würde davon ausgehen, wenn eine selbst erstellte Map funktioniert mit Bossen, dann müsste es Shigo Island sein. Das kann man ausprobieren. Ich wollte dir gerade den Rest wieder reintun. Da waren ja auch die Hunger. Obelisken, ne? Also theoretisch. Ja, ich fange auch gerade. Könnte das gut sein, dass das funktioniert? Ja, die Frage, was die da als Arenen dann da gemacht haben und so. Weiß ich nicht. War die alles drin kaputt gemacht, oder was? Also auf jeden Fall geiler gewesen, als ich mir ausgemalt hatte. So jetzt alles. Ein sehr interessanter Aufbau haben die hier. Ich weiß nicht. Also das Krasseste, was man mitnimmt hier, ist, dass die T-Rexe, wenn die mit den Laserkanonen rumballern, AOE-Schaden machen und dann auch über kurz oder lang den Spieler aus dem Sattel schießen. Ja, die Rexe sind übelst krass. Das ist hammerhart. Ich hatte ja, also ich finde das aber genau richtig eingestellt, wie die sind. Die sind ja genau, Bugs, mach mal die Base kaputt, damit. Du bist ja noch gar nicht rumgeballert. Aber du trotzdem nicht total OP, genau, weil du konntest mit der Katze und so kannst du eigentlich immer noch gut ausweichen. Aber die Leute konnten auch dann mit gutes Aim und so kannst du da auch was reißen. Also, ich finde die richtig gut eingestellt, die T-Rex-Dinger da, muss ich sagen.
gefällt mir. Also da waren so richtig krasse Kämpfe bei, ne? Irgendwie so, so ein Laser-T-Rex gegen zwei Gigas und dann fing der Rex an zu bluten, aber dann sind die Fuzzis in den Sätteln gestorben, an den Bereichsexplosionen und, ne? Also hammerkrass. Maulwurf, ich hab die Technik. Sieht halt auch einfach geil aus, ne? Ja. Also... Du warst ja auch immer so, du hast am Anfang so sehr skeptisch gegenüber dem Tech-Zeug. Ja, ich find's immer noch scheiße, aber es sieht halt cool aus. Aber du findest jetzt schon ein bisschen cooler als davor. Es ist halt nicht schlecht, es ist ganz cool umgesetzt, glaube ich, finde ich bisher. Also ich würde immer das alte Arc, glaube ich, vorziehen, aber so für Gag und für zwischendurch kann man das gelten lassen. Ich hab die Technik! Ich platziere ganz viel C4 an ihrem Turm. Ich liebe die Türme sprengen. Spreng die Türme. Am schönsten sah echt aus, wie die T-Rex nachts mit den Laserkanonen rumgeschossen haben. Ja. Also da kam schon fast so ein bisschen Star Wars-Feeling auf. Oh, scheiße, ich hab nichts zu essen. Wenn wir jetzt dann bald Tech-Turrets haben, können wir dann vielleicht auch mit Parasers mit Tech-Turrets los und so. Ja. Es wird interessant, wie das gebalanced ist alles. Dann ist es auch nochmal cool, wenn wir erst das andere Projekt machen, weil nämlich dann wahrscheinlich schon das nächste Update hat. Das war, hatte ich im Hinterkopf gehabt. Sehr gut. Ich bin manchmal nicht ganz auf den Kopf gefallen. Mein Kopf ist so matsch heute, ey. Ich würde jetzt eigentlich nochmal irgendwas durchlesen hier. Ich schreibe morgen eine Klausur um 10. Oh, Eier machen, ja, sau fies, ne? Das dann, okay, der Finale getriggert. Ich denke mir so, gut, dann lerne ich jetzt noch ein bisschen, bla 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 bla. Und dann so, Finale getriggert. Ich denke mir so, ich habe nichts gegessen, ich habe nicht alles fertig gelernt, es ist egal, ich gehe jetzt zocken. Aber zumindest war es dann nicht enttäuschend gewesen, die Session, weißt du? Also, ey, es hat so Spaß gemacht. Ach, ich bin so fertig. Ich bin, glaube ich, nochmal eine Nummer-Kategorie. Ich glaube, ich bin dreimal gestorben, ey. Man kann nicht rennen, wenn man die Tech-Schnecke hat, ne? Boah, wir hätten die Base echt von hinten angreifen können, ne? Jetzt irgendwie übers Wasser, aber wir hatten ja keine Wassertiere, das war halt... Ja, aber die hätten mit ihren Mosas und so, die sind dann bestimmt irgendwo unter Wasser. Chili. Es gab in der ganzen Staffel keinen einzigen Turret-Moser. Die haben auch gesagt, Ich hab immer das Wort Turret-Moser gehört. Jeden Tag, jeder Session, 1000 Mal und die ganze Staffel hatte nicht einen verfickten Turret-Moser. Echt nicht? Nein, das waren alles Plesios. Vor allem, die meinten auch, von hinten waren die echt am anfälligsten gewesen und die hätten auch Schiss, dass wir von hinten kommen, die haben eigentlich damit gerechnet. Ja, wenn sie damit gerechnet haben, dann wäre es trotzdem nicht einfach geworden. Ja, es wäre einfacher geworden, ich habe mir das angeguckt gerade. Wir waren ja in der Base. Wir hatten halt vorne eine Linie und dann noch eine Base und wow. Hört uns. Ja, war mal interessant zu wissen, wo so eine Schwachstelle ist, weißt du? Ja, aber später ist man dann immer schlauer. Ja, nee, klar, logisch. Mega cool. Ja. Was auch richtig cool war, ist, dass die Harodim-Fuzzis irgendwann mal alle Wassertiere von den Castles auf einmal gekillt haben. Okay. Also die lebten gar nicht mehr, die Turret-Viecher. Die haben dann irgendwann mal einen neuen getamed, aber die waren alle tot zwischendurch. Oh, krass. Der Bugs alles so weiß. Weiß er das woher? Ja, aber stimmt, ich erinnere mich, da sagst du sowas in deinem Video wie, ich kenne aber auch wirklich fast jeden schmutzigen Trick. Ja, das stimmt.